Hallo und herzlich willkommen in Black Ops 2 DLC Uprising Map Encore. Hier ist der Pink Panther. Wir spielen Suchen und Verstecken. Extrem. Bedeutet nichts anderes. Ich habe 3 Leben. Die anderen, die sich jetzt versteckt haben, haben dementsprechend Claymores oder Esmin versteckt. Ich habe ein wenig Ausrüstung dabei. Das heißt auch 2 EMP-Granaten pro Leben. Für mich sind die Claymores am günstigsten. Ja. Komm her. Weil du's bist, werde ich... Kriegsmaschine eingesetzt. Ja. Dich auf jeden Fall schon mal... Also das ist mein neues Massagegerät. Nennt sich Bruno. Bruno, das ganz hast du... Kraft. Hast du ich hoffe, du hast keine Techniker dabei. Nein, Techniker habe ich nicht dabei. Das wäre ja langweilig. Ein bisschen unfair. Ja, das wäre ja langweilig. Und langweilig ist bei mir nicht im Sortiment. Das gehört gar nicht zu deinem Wortschatz, oder? Nein. Ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet. Ich auch nicht. Ja, neue Map. Ich glaube, wir befinden uns im neuartigen London. Hat man ja eben gesehen, da ist ja dieses nette, dieses komische Drähne etwas. Kann man sich dahinter auch verstecken? Vogel. Nee. Vögel bitte grundsätzlich am Leben lassen. Die Vögel so gerne. So. Ja, aber Angst. Du hast Angst. Er kommt näher. Ich möchte sagen, das ist berechtigt. Ich kann meine, Abschussserie nicht umstellen, das finde ich doof. Deswegen kriegst du jetzt auch eine Massage, die sich aber gewaschen hat. Ja, ich bin zum Glück nicht Erster. Auf was hast du das gestellt bei dir? Warte mal kurz, ich bin noch kurz mit Bruno. Achso, jetzt. Bruno ist fertig. Was meinst du? Auf was hast du das gestellt, deine Abschussserie umstellen? Was kannst du hier umstellen? Bei mir normalerweise ist es zum Beispiel auf 1 und auf 2. Nee, ich habe das auf 2 und 3 eigentlich. Aber irgendwie hat sich da was umgestellt. Ah, wen haben wir denn da? Verbündeter Todbringer läuft warm. Jetzt kann ich dir aber gar keinen Darmeinlauf machen. Warte mal, da steht aber nur eine Claymore, ne? Ich hoffe. Doch, es geht. Mein Gutster, festhalten, es kommt eine Darmspülung. Was, das steht nochmal, Mutter? Ja, was? Wow. Beweg dich bitte nicht. Beweg dich nicht. Weil er steckt knietief in deinem Arsch oder was? Sozusagen. Ich hab's so richtig schön. Mich kannst du eigentlich nicht sehen. Aber seine Beine siehst du. Ich bin eine Bank. Ich bin eine Bank und du siehst mich nicht. Für Frauen, Kinder. Hilfe. Ja, bei der Map steht sogar dabei, dass es London, England ist. Ja, siehst du? Ja, also auch die Telefon. Die Telefonzellen sind auch so irgendwie. Und ganz besonders die Müllboxen hier sehen auch sehr englisch aus. Das war ein Scherz. Also die Müllboxen, ob die so. Mal gucken, ob da hinten das Segelboot. Nee. Ich dachte, ich könnte es zum Kentern bringen, aber. Oh, warte mal, da ist ein Vogel. Da haben wir einen Vogel. Ja. Nee, geht das nicht. Was war's für ein Vogel? Du hast Olaf getötet. Ihr Schweine. Kanntest du den? Die Kugelnase. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Hallo, mein Freund. Nightwolf? Ja. Was hättest du gerne? Zahnbehandlung. Dann hätten wir noch Darmspülung. Und Friseur. Ich nehme den Friseur. Du nimmst den Friseur. Okay, Moment. Achso, ich habe mir nicht hinlegen. Nein, ich bewegen. Warte, nicht bewegen. Das ist ganz wichtig. Nicht bewegen, weil sonst könnte es... Oh, nicht bewegen. Ich hab's noch gesagt, nicht bewegen. Jetzt ist er tot. Kann ich halt auch nicht ändern. Dreh dich noch ein bisschen, Gaming. Dreh dich noch ein bisschen zur Wand. Du hast vorher noch näher gelegen.
So, super ist perfekt. Jetzt nur noch Waffe wechseln, wenn du nicht rausfliegst. So, da haben wir auch noch einen. Jetzt kann ich voll in deinen Arsch gucken. Warte mal. Yeah. Dafür mache ich. Was war denn das jetzt? seine eigene Esmina hat ihn jetzt getötet. Ist da noch irgendwo eine? Nee. Nein, hier kommt sie nie. Und hier sieht man mal wieder, dass man mich im Spiel untergebracht hat. Wenn man genau hinschaut, kann man da P lesen. Also PP-Scheißhaus. Also ich habe tatsächlich eigene Scheißhäuser hier, wenn ich in Black Ops 2 unterwegs bin und ich sollte mal auf Klo müssen. Oh, oh, oh. Du kannst einfach mal Geld bei denen verlangen, oder? Die verwenden deinen Namen. Ja, wäre eine Idee. So, ich grille dann mal. Nein! Wie er da rumstöhnt. Lol. Ich wusste gar nicht, dass wenn man von mir gegrillt wird, dass das so sexuell anregend ist. Doch. Ja, es macht Spaß. Weißt du, man fühlt so, die Hitze. Ich bin Koch, ich kenne mich damit aus. Eieieiei. Nein. Ich hab Angst, Was war das jetzt? Jetzt hat er schon wieder die Esmin hat schon wieder den eigenen Mann umgebracht. Ist ja geil. Jetzt bin ich tot. Nein, bitte nicht. Oh doch, mein Freund. Auf alle Fälle. Und ich habe gleich einen neuen Grill. Ist das nicht geil? Ach, ich liebe das Spiel, wenn ich S&V spiele. Was steht denn da? Achso, das ist meins. Ich dachte schon gerade. Oh, hier ist auch gleich ein Tisch. Oh, hier ist ein Grill. Fickschnitzel, das ist aber fies. Oh, ist das geil. Hier ist ein richtiger Grill. Hat eine gute Ausschicht. Ein Grill, Tisch, Stuhl. Mag einer zum Essen kommen? Also ja German Game Reporter, du siehst deine Claymore auch zu 100%, oder? Ja, der auf jeden Fall. Der sieht nichts anderes mehr. Aber schau dir mal das Versteck von Simsler Bin und Fickschnitzel an, die sind echt gut. So, wenn er dahin geht, ist er tot. Wir werden's sehen. Kann man da hoch? Kann man da rein? Ach, ich kann dir ja gar nicht zuschauen, Tino. Du kannst mir nicht zuschauen? Oh. Nee, man kann dir nicht zuschauen. Doch, jetzt. Leider. Doch, ihr müsst auf Podcaster wechseln. Team wechseln und dann auf Podcaster, dann kannst du Tino zuschauen. Ja. Mach ich gerade. So, theoretisch gesehen müsste ich jetzt einmal rum sein, denn da ist ja jetzt die... Du hast die Zwischengänge vergessen. Nee, ich gehe ja jetzt erst sozusagen ins Innere der ganzen Geschichte. Ich werde das Ganze jetzt von innen aufmischen. Du bist erst einmal außenrum, bevor du ins Innere vorstößt. Richtig. Das macht man grundsätzlich so. Das hört sich so ein bisschen zweideutig an, so. Ja, echt jetzt? Deswegen sagte ich es. Ja, machst du das andersrum? Fängst du erst innen an und gehst dann nach außen? Also ich fahr schon nach außen. Ja, die arme Frau. Oh. Das wäre auch leicht. Ja, Mann. Ja, nein. Doch. Oh, wie die jetzt mal stöhnen, ey. Das ist einfach... Es ist einfach so sexuell erregend, wenn man... Alter, ich bin noch nicht einmal gestorben und hab immer noch meine EMP-Granaten. Das ist mal geil, oder? Und es sind nur noch vier am Leben. Vier Leute. Nur noch vier am Leben und ich hab noch 14 Minuten 22. Okay. Das ist genug Zeit. Habe ich dann doch ein bisschen viel Zeit dafür eingeplant. Also ich kann, wie gesagt, es ist das allererste Mal, dass ich hier auf der Map unterwegs bin und wusste jetzt nicht, was mich erwartet. Von daher, okay, bei der nächsten Map, ich werde das einfach so machen. Die Zeit, die ich jetzt hier zu viel habe nachher, werde ich bei der nächsten Map einfach weniger, also abziehen. Also wenn du jetzt 10 Minuten übrig hast, machst du beim nächsten Mal 10 Minuten weniger. Richtig. Und da wir ja bei 23 angefangen haben, werden es dann nur noch 13 Minuten sein. Also dann beeil dich jetzt. In der Zeit müssen wir uns auch verstecken, oder was? Nein, natürlich nicht. Du machst dann 20 Minuten oder was, 2 Minuten töten und dann dürfen wir uns verstecken bis 13. Sowas in dieser Art, richtig. So, jetzt komme ich aber langsam ins Trudeln, weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, ich hätte jetzt schon alles nachgeguckt. Wo du dir auf jeden Fall schwer tun wirst, auf welcher Map, ist mit Sicherheit. Oh, Magma kenne ich gute Verstecke. Ja, ich auch, habe ich schon viele gesehen. Da steht ein Schild. In Zombie-Tarnung. Schieß in das Maul von dem Zombie. Und dann? Macht keinen Unterschied. Beobachten dich.
Das war ich. Ach, das war dein Dingen. Ich dachte jetzt. Nein, ich hatte kein Schild dabei. Ich meinte, der Zombie war ich. Wirst du eigentlich auch ein Video von Mob of the Dead machen mit Abonnenten? Oder was für ein Ding? Mob of the Dead, die neue Zombie-Map, wo du aus Alcatraz fliehen musst. Ja, ja, definitiv. Werde ich machen. Du das mit Abonnenten machen oder? Das erste Mal ist er tot. Und wenn jetzt er dann, hat's wenn er mich erwischt. Jetzt hat's mich erwischt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Also definitiv mit Steve Pitty wahrscheinlich. Hoffe ich, also, wenn der Enter Chapman mitmachen kann. Dem seinen Namen verdonnere ich jedes Mal irgendwie. Ist aber keine Absicht. The Enter Chapman, genau. Ich weiß auch nicht warum. Also ich bin einfach ein alter, verkalkter Mann und deswegen... So alt bist du auch noch gar nicht. So, jetzt muss ich das erstmal wiederfinden. Wo war das denn jetzt? Wo warst du? Das habe ich von meinem Chef... Ach, das sage ich dir nicht. Das Schleimen habe ich von meinem Chef gelernt. Wer sucht, der findet, Tino. Ha. Der Tropf, der verschwindet. Das war uncool. Tino, kann das sein, dass du immer nur im Kreis läufst? Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Sieht, obwohl er drauf guckt. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie hier dauernd nur im Kreis laufe und irgendwie mich dauernd... Ah, jetzt weiß ich wieder, wo es ist. Nein! Das liegt nur an dem Schild, das davor steht. Komm mal mit, mein Schatzi, ich habe da Arbeit für dich. Nein! Wie nennst du eigentlich deinen Grill? Hast du für den auch schon einen Namen? Das ist die Else. Der Grillomat oder... Was? Ich hab Gottbock drin, Tino! Nein! Tschüss! Babu! Ja. Du machst aber sehr interessante Geräusche, das muss man mal so sagen. Ahaha, guck mal da. Komm mal her, mein Schatz. Ich hab da noch ein bisschen mehr für dich. Tino wird noch zum Meisterkoch. Oh, was Claymores? Der lebt noch. Bist du da ganz sicher, dass der noch lebt? Wieso hat Babu eigentlich einen Kill? Jetzt nicht mehr. Ja, weil, so. Weil er mich gekillt hat. Ja, er hat mich doch gekillt. Entschuldigung, habe ich gerade nicht mehr dran gehört. Ich bin auch schon etwas senil. Senil. Das ist verletzt. Du musst jetzt so einen richtig geilen so 360 machen. Ich versuche es. Ich werde mir Mühe geben. Achtung! Nee, das war wohl nix, der Satz mit X. Hilfe. Kannst du auch Schlagzeug spielen? Miro, du hast noch Claymore. War knapp. Der Claymore. Ja. Was? Ich spiele einfach ein bisschen Musik vor. Der nie geht der Claymore. Noch eine Claymore. Du weißt ja schon, dass die Claymore jetzt in mir steht. Das war oh mein Gott. Schön, Virus. Dass die nach oben strahlt, hätte ich jetzt mir auch so nicht ausgemalt. Unlogisches Spiel, Alter. Was? Das war jetzt Fail. Schieß mal auf Schlagzeug drauf. Da ist er wieder. Ah, fast. Nochmal. Boah. Ein bisschen höher. Tino, soll ich mich mal hinstellen? Vielleicht geht's ja dann. Nein, bleib so. Das muss gehen. Du darfst dich nicht mehr bewegen. Wieder? Probier's war zu hoch jetzt. Mit Ziel. Jetzt aber. Bis hier mal an jetzt beim Schießen. Ach so, ey. Boah. Guck dir mal den Einschuss an da. Guck mal. Neben seinem Kopf direkt. Ist das krank? Probier's mit Fingerspitzen gefühlt. Ach komm jetzt. Komm Tino, wann gibst du auf? Bist du dir sicher, dass ich mich nicht hinstelle? Tino macht das nur, damit er mehr Zeit hat bei der nächsten. Ne? Das war voll ein Headshot und der ist nicht gestorben, ey. Das ist so krank, ey. Oh je, Mini. Da. Das war ein geiler 360, oder?
Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und im Übrigen frohe Pfingsten, haut's drin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Tschüss. Winke, winke.